Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 3 Empires. Das Finale des fiktionalen Szenarios erwartet uns jetzt. Der Finalkampf gegen Liushan. Ja, da kann nix. Aber das Coole ist, Lu Meng, der wird heute glänzen. Ich habe ihn aufgeschoben, denn das Beste kommt immer zum Schluss. Sofort, mein Fürst. Ist ja mein zweitliebster Charakter nach Sima Yi. Und Sima Yi haben wir schon genommen. Schon vor langer, langer Zeit. Da konnte ich es nicht mehr erwarten, nur ihn zu nehmen, ihn auszuprobieren. Aber jetzt ist Lu Meng dran. Ja, Waffe leider nur Level 9. Level 4 Lu Meng. Es ist nicht so gut, es ist nicht so ideal, aber... Ja. Damit müssen wir jetzt arbeiten. Guts natürlich dabei. Das ist sein Reich. Seine letzte Schlacht quasi. Und Sima Yi ist natürlich auch noch am Start. King Du Zi auf jeden Fall, Pang De auf jeden Fall, der hat uns schon so viele Schlachten gewonnen und Liu Biao ist ebenso zu empfehlen. Volle Truppenzahl, ja, auf jeden Fall werden wir den nehmen. Mein finales Team. Mein Fürst, das Land braucht dich, trete hervor. Wir begleiten dich. Wir kämpfen für dich bis zum letzten Mann. Das ganze Land wird bald von uns kontrolliert. Vorwärts! Wir leiten die neue Ära ein. Die neue Ära. Yo, tu, was du nicht lassen kannst. Oh, die Wüste. Schlechte Erinnerung, wo Mengur so versagt hat, ne? Moment, das ist ja die dritte Waffe. Das heißt, wo wir die Level 11 Waffe hatten, hatten wir die fünfte Waffe? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von Waffen. Das ist einfach scheiße. Sima, warum magst du die W4 nicht so? Guckt euch das Waffensystem an. Was ist denn das? Hinkerotz. Der größte Scheiß aller Zeiten. Ich nehme jetzt hier mal das Giftelement. Weil wenn ich das Waffensystem sehe, möchte ich mir am liebsten vergiften. Ritterkodex, gerade geschmiedet, wird auf jeden Fall genommen. Mehr Leben und besseren Sturmangriff. Ja, damit kann man arbeiten. Lu Meng auf den Elefanten. Das wollte ich auch noch alles sehen, oder? Liushan muss sterben, Hauptleiter darf nicht eingenommen werden. Oh, wir haben hier nicht wirklich starke Gegner. Außer Yan Liang vielleicht. Yan Liang, Xing Dao Rong. Jo. Geht klar, Liushan. Der ist bereits am Ende angekommen. Muss man einfach sagen. Sein Reich existiert schon gar nicht mehr, quasi. Mit solchen schlechten Leuten. Die Strategie bestimmt, wer bei dieser Schlacht siegt. Ich habe die besten Offiziere alle gestealt. Shao Dun und so. Lu Meng. Die dienen alle mal Liushan. Zumindest in diesem Szenario. Historisch gesehen nicht. Logischerweise. Der war unter Liushan. Shizai, Jiang Wei. Guang Xing, Zhang Bao, Guan Yinping, diese Leutchen. Chao Yun, glaube ich, auch noch. Liu Hua. Das waren so die erwähnenswertesten. Okay. Oh, fängt ja schon scheiße an, irgendwie. Ja, Lu Meng ist leider nur Level 4, aber das macht das Finale natürlich auch interessanter. Wenn wir an der Level sind mit ihm. Was war das denn? Giftwelle? Läuft bei dir, Lu Meng. Wie geil ist das? Mit den Giftelementen. Das sieht richtig episch aus. Lu Meng so cool wie noch nie. Oh. Super. Ach, sind hier viele Gegner. Doch wir werden nicht wanken. Nee? Wirst du doch wanken? Und sagt das doch immer. Ach Leute, was ist denn los? Ihr es nicht hinkriegt. Ich kann euch nie helfen. Ich habe hier selber zu tun. Ich kämpfe mit drei gleichzeitig. Was wollt ihr eigentlich? Probleme gegen einen Einzelnen wahrscheinlich. So, Xing Dao Rong ist schon mal ausradiert hier. Eliminiert. Und Ma Liang folgt zugleich. Sehr interessant, dass Lu Meng nicht mehr die Schockwelle hat, ne, aus Dynasty Warriors 3. Ziehen wir uns erstmal
Die hatte er doch. Leck mich am Arsch. Müssen wir erstmal die Verbindungen abschneiden. So kommen die direkt zur Hauptlage. Ja, Gatza ist schon unvorgemacht. Sehr nice. Und wir müssen eben so das hier noch einnehmen. Nee, die Stampfattacke hat er jetzt bekommen. Nicht mehr die Schockwelle. Ah, Yan Liang. Ja, Rückhalt auf mein Lagerfeuer. Ja, gut. Dann hat jetzt was anderes eine Priorität. Ja, schade, dass Lu Meng irgendwie die Level-Ups nicht gekriegt hat. Wahrscheinlich gab es hier die letzten Upgrades in der Wüste, aber die haben wir jetzt zum Schluss angegriffen, ne? Aber nichts machen. Ich sehe die Bestürzung des Feindes schon vor mir. Was geht denn bei ihm ab? Überfall! Nice! Good job. Es wäre besser, sich zurückzuziehen. Was sagt er? Kommt! Okay. Niemand darf unsere Verteidigung durchbrechen. Wo habe ich jetzt den Elefanten geparkt? Na, ist auch egal. Oh. Jukijin hat Schild eingesetzt. Kommt jetzt The Shield, Roman Reigns und Dean Ambrose. Und der Kingslayer. Will ich nicht hoffen. Gott, Hilfe. Mit den anderen Charakteren, die ehemals die fünfte Waffe bzw. Level 5 Status hatten, habe ich mich voll overpowered gefühlt. Mit Lu Meng überhaupt nicht, ey. Jetzt habt kein falsches Bild. Er ist halt anderer Level, ne? Waffe ist 2 Level unter den anderen und sein Level ist auch 1 unter den anderen. Ich hätte vielleicht schauen sollen, wie man ihn auflevelt. Hab das vielleicht noch vorher gemacht? Keine Ahnung. Jetzt ist sowieso zu spät. Jetzt heißt es do or die. So. Oh. Für 10 Sekunden lang unendlich Musu. Schön. Da ist der Elefant hier. Nehmen wir den doch, oder? Ey. Hier ist noch Cheng Ying. Und goodbye. Da war er. Alle Einheiten, Rückzug. Hallo. Ein Elefant in der Wüste, ey. Geil. Wenn das eingenommen haben. Oh, wir könnten schon zum Hauptlager. Krass, Liu Shan ist schon erschienen. Bevor ich da hingehe, will ich hier noch die Verbindungen kappen zu den anderen Schlüsselpunkten von den Gegnern. Oh, die Statuen hier im Sand. Irgendwie mystisch. Kann ich auch. Toll, macht nur leider nicht so viel Schaden. Ich kann doch nicht aufhören. Der Scheiß-Typen, ey. Geht einfach! Aus meinem Weg. Euer hässliche Visage nicht mehr sehen. Ja, was wolltest du da machen? Ich hab das ganz genau gesehen. Sturmangriff. Nicht cool. Lager, Generalleutnant. Ey, wieso haben die so gut befestigte Lager? Das hat man selber nie. Boah, gibt's auch eine Karte für oder so, dass man bessere Stützpunkte hat, in Anführungsstrichen. Ist mir jetzt aber nicht bewusst, dass es sowas gibt. Ich weiß davon nix. Oh, Malian. Werde ich besiegen und vernichten. Einen schlimmeren Tod kannst du hier nicht ausmalen, Malian. Zack, 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 zack. Und bam, gestunt. Und jetzt machen wir stylisch. Was? Das reicht nicht? Jetzt habe ich es nicht stylisch gemacht, jetzt habe ich mich lächerlich gemacht. Was coole bei Lu Meng ist, je nachdem, was er für Element hat, kann er eben halt so eine. Ja, Elementkugel verschießen, weil da das Giftelement aktuell nur Level 1 ist, ist die natürlich nicht so stark, diese Kugel. Ja, ihr seht es, ne? Oh nein, Yan Liang, fuck. Macht sogar viel Schaden. Das Blöde an Giftelement ist, im Gegensatz zum Feuerelement, dass das nicht weiter anhält, wenn der Gegner sich in Luft befindet. Beim Feuerelement ist es so,
Wenn der Gegner brennt und in Luft gehalten wird, brennt er weiter beim Giftelement nicht. Dafür ist das Gift aber stärker als das Feuer. Also gleicht sich das dann wieder aus, ne? Träum mich oder ist hier eine Oase? Ja, ich gehe jetzt hier erstmal chillen. Oder auch nicht! Los, Sackgesicht! Ey, es ist so klischeehaft, ne, dass sie hier eine Wüstenoase hingemacht haben. Aber ist in Ordnung. Oh! Schon wieder ein Generalleutnant, aber Yan Liang. Yan Liang seiner. Somit ist es irrelevant. Na, wer befindet sich da hinten? Xingdao? Weißt du was? Du verschwindest jetzt. Verschwindest jetzt von dieser Karte. Nonne Oase. Läuft. Oh, Xingdao, schön, dass du es eingenommen hast. Leider wirst du hier gefangen genommen. Tut mir leid. Die wehren sich auch nicht. Die wollen nicht dann nur fliehen. Ah! Stehen geblieben. Und da, Mann. Das war's. Feindlicher Offizier besiegt. Feindlicher Offizier besiegt. Ja, gut. Wer ist denn überhaupt noch da? Na, Liu Shan sowieso. Cheng Ying und Zhuge Jin. Ach, Zhuge Jin ist da oben. Ja, den können wir auch noch gefangen nehmen. Mach ich auch mal. Ich meine, ich könnte Liu Shan bezwingen, aber komm, Freunde. Vernichten so viel, wie wir können. Ich will das jetzt auch nicht hier gerade durchrushen und einfach lieblos beenden. Überhaupt keine Lust zu. Da bin ich nicht der Typ zu. Muss aber wem anders schauen. Kommt der mir jetzt hier entgegen? Der Zhuge Jin? Ja. Yeah. Müsste hier sein. Ja, da ist er. Angriff! Oh, er kämpft. Im blauen Bereich. Lebensmüde oder so. Und Punk D geht wieder end ab. Oh nein, Guts wurde vernichtet. Ja gut, aber da unten sind ja auch drei Leute, ne? Ich kann noch nicht aufhören. Und die, Motherfucker. Da waren es nur noch vier. Sehr gut. Das können wir machen. Einmal springen. Direkt musst du machen, wenn man wieder landet. Kann man meistens alle ausschalten. Und man wird nicht getroffen vor irgendeinem blöden Fall. Ah, die da unten sind aber wirklich heftig am Strugglen, ey. Uncool. Ich glaube, das nehme ich gerade ein. Hier ist ja nicht viel los. Es ist noch nicht vorbei. Nee, wir sollten die Offiziere da unten ausschalten. Das ist dann doch ein bisschen wichtiger, glaube ich. Weil die stauen sie jetzt langsam mit an. Nicht, dass sie nochmal zurückschlagen. Nehmen wir den Elefanten und räumen ein bisschen auf. Royal Rumble. Nu Meng, also Elefanten reiten, das ist wirklich nicht dein Stärke, ey. Springt tausendmal einfach. Kommt nicht drauf. Ah, der Elefant macht zu wenig Schaden, das seht ihr. Leider. Voll unlogisch eigentlich, ne? Wenn so Elefant auf euch das Rampel, müsst viel mehr Damage machen. Dann wäre er sonst zu overpowered wahrscheinlich. Was ohnehin schon schwierig ist, vom Elefant runterzufliegen. Wenn keine Bogen- oder Armbrustschütze in der Nähe sind. Die jemals springen müssen, um uns hier runterholen zu können. Wobei, der Schaden geht aber eigentlich. Ist in Ordnung, aber es müsste theoretisch mehr sein. Realistisch zu sein. So. Da parke ich den jetzt auch und da bleibt er jetzt auch für den Rest des Spiels. Oh, das Timing war gar nicht so schlecht. Boah, was sind hier für Clipping-Fehler am Start? Seht ihr das hier am Boden? Jetzt sind sie weg, natürlich. In dem Moment, wo ich sage, sind sie nicht mehr da. Na egal. Könnt ihr jetzt zurückspulen. Waren so Felder wie in Dynasty Tactics auf einmal. Ich meine, das ist ja ein taktisches Dice Warriors Empire. Das ist immer taktisch.
Ah, wir sind nicht weiter als die Tactics. Wen haben wir jetzt hier noch? Oh, Yan Yang und Cheng Ying, die sind da hinten, wollen das einnehmen. Ja, nee. Ich werde euren Boss besiegen, so einfach ist es. Nee, ich bring die noch kurz um. Lässt mir keine Ruhe, dass die da sind. Den Rest haben wir jetzt komplett eingenommen, sehr nice. Haben wir es noch zu 100% hier gelöst. Bis hierher und nicht weiter. Denn du bist ein knallharter Fighter. Oh, Guts räumt ordentlich auf. Komm, schön den blauen Bereich hier werfen. Dann gefangen nehmen, ist der nicht rausgenommen. Besser geht's nicht. Du siehst Probleme, er kämpft gegen Yoshan, ne? Ja, wobei, wir hatten gegen Yoshan Probleme, come on. Und feindlich Offizier besiegt. Und Maliang ist so dumm und folgt mir. Auch sehr interessant. Was? Pangdea hat das erste Mal Probleme? Nicht, dass er jetzt hier gegen Yoshan verliert. Na gut, der hat auch schon mal gegen Machau, glaube ich. Ne, gegen Shaodun war es. Gegen die hat er auch Probleme gehabt. Ah, Pangdea ist immer noch Level 3 und der kann eigentlich immer ganz gut mithalten. Das ist so krass. Ich hab den auch gar nicht besiegt. Lu Meng! Was willst du? Auf zum gegnerischen Stützpunkt! Pangdea, ich bin da! Ja, jetzt lane man auf jeden Fall den Liyoshan. Dum, 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 dum. Boah, diese Clipping-Fehler. Da, seht ihr das? Die Wüste ist verbuggt, Freunde. Es ist noch nicht vorbei. Ja, Schnauze. Ist mir jetzt egal. Liyoshan wird vernichtet. Liu Chan. Der Bruder von Jackie Chan. Na, schön wär's. Oh! Zeit für ein Duell. Oder auch nicht. Wieder der gleiche Fail, was mir schon mal passiert ist. Ich spiele mit meinen Features hier rum und verkackt das Duell. Oh, ich hasse mein Leben. Alter, zweimal das Ganze passiert. Ich dachte, dieser Fail passiert mir seitdem nicht mehr. Ja, doch. Ja, muss man mehrere... Für die, die keine Ahnung haben von den Voice Transformern, muss man mehrere Regler verschieben und es geht nicht so schnell. Deswegen vergesse ich immer X zu drücken. Sorry, kein Duell mehr. Bin doof. Yan Liang, ich will doch ein Duell, komm. Geht er eh nicht, Mann. Aber Liyoshan, der will jetzt sterben. Das wird er. Ach, guck, jetzt sind wir den gerade hier nicht. Dreckstüben hier. Es wäre besser, sich jetzt zurückzuziehen. Das war's. Und damit triumphieren wir. Liyoshan ist tot. Das war der Ape Exodus Death Sound, falls man es gehört hat. Na, ja, Verluste spielen jetzt eh keine Rolle mehr. Das Land ist ja vereint. Liyoshan, wenn ich es könnte, würde ich dich hinrichten. Geht leider nicht. Schade. Schade, schade. Und ich werde auch keine Offiziere jetzt mehr rekrutieren, weil es sinnlos ist. Und weil es disrespectful gegenüber denen wäre, die die ganze Zeit dabei waren. Liyoshans Niederlage gegen Guts hatte Liyoshans Reich zerstört. Was soll mit den Offizieren geschehen? Nix. Guts hat alle anderen Herrscher besiegt und die absolute Kontrolle erlangt. So weit haben wir es schließlich gebracht. Wir haben so viel durchgemacht, um so weit zu kommen. Jo. Die Zeiten haben sich jetzt geändert. Das Chaos ist beendet. Na, der haben wir lange nicht mehr benutzt, aber der hat anfangs einen ganz guten Job gemacht. Heute Nacht wird jeder wach bleiben. Feiern wir den Anfang der neuen Ära. Shaodun und Lu Meng sagen nichts. Hinwegen. Die Entschlusskraft eines Helden eint das Land, beendete das Blutvergießen. Das Volk genoss die Freuden des Lebens wieder. Der neue Zeitalter des Friedens mit sich brachte. Jetzt wird gefeiert, bis die Schwarte kracht.
natürlich will ich speichern. Ja, wir schauen uns gleich nochmal diesen anderen Modus an. Zwei Spiele oder wie der ganze Kram heißt. Ja, das sagt schon alles, ne? Zwei Spieler. Kann ich euch nicht zeigen. Ich habe keinen zweiten Spieler. Vielleicht gibt es aber auch noch irgendwie einen Modus, den man tatsächlich alleine machen kann. Falls ja, dann machen wir's. Aber ansonsten ist das Let's Play jetzt beendet. Ich wusste es von Anfang an, dass es nicht lang geht. War kein Geheimnis. Aber es ging länger als erwartet. Ich dachte, mit 20 Parts ist es gegessen. Falsch gedacht. Es sind ja doch einige geworden. Aber trotzdem für Empire-Spiele. Empire-Spiele dauern so in der Regel 55 Parts. Das ist natürlich nur die Hälfte davon. Aber für zwei Szenarios war es schon ziemlich lang. Muss man einfach so sagen. Weil früher die Offiziere eben halt Widerstandsträger waren. Naja. Gut, Freunde. Hier sind die Credits nochmal zusammen. Und was die zukünftigen Dice World Let's Plays angeht, gibt es jetzt erstmal eine Pause. Ich weiß nicht. Mein Bruder hat mir zugesichert, dass er frühestens am 20. da ist. Wenn nicht eine Woche später, also am 27. wird wahrscheinlich der PC dann gemacht. Am 28. bleibt er noch. Sprich, am 29. habe ich Threadripper PC, 4K-Videos und dann starte natürlich Outshoot 3 sofort. Also ich werde mich hinsetzen, Sonntag, den 29. Wenn es kein Problem mit der Hardware gibt, am Ende brauche ich eine neue TV-Karte, wer weiß. Die alte TV-Karte eben halt kompatibel mit Threadripper ist und mit Windows 10. Das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall, wenn alles glatt läuft, nehme ich dann am 29. April Warriors Orochi 3 Ultimate auf. Erster Part, 4K natürlich. Vielleicht crackt mir mein Bruder noch Adobe Premiere, dann gucke ich mal, wie schnell Threadripper 8K-Videos rendert. Wenn, dann mache ich es vielleicht sogar in 8K. Auch wenn keiner ein 8K-Medium hat, aber ist mir scheißegal. Wenn es besser geht, dann geht's besser. Schauen wir mal. Ja, Warriors Orochi 3 Ultimate wird sehr gehypt und viele erwarten es auch schon, aber die Pause muss einfach sein. Weil mein Warriors Orochi 3 Let's Play war mein erstes Let's Play oder eins der ersten zumindest. Und es war so grottenschlecht, da möchte ich einfach so einen heftigen Kontrast haben und es soll dann 4K sein in besserer Qualität. Deswegen möchte ich noch ein bisschen warten. Und so lange gibt es eben halt kein Warriors Game auf diesem Kanal. Sehr selten, weil eigentlich habe ich immer irgendein Koi-Game am Lauf. Aber ja, da die Spiele auch immer sehr lang gehen, kann ich kein Retro-Game dazwischen schieben. Nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, ja, mach doch Dynasty Warriors 5 erstmal. Ja, Dynasty Warriors 5 erstmal sind ja dann wahrscheinlich nur 70 Parts oder so. Nee, mache ich natürlich dann nicht. Gut. So, bevor ich jetzt sage, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Gucken wir hier einmal kurz rein. Besiegen. Benutze Ankündigung, wenn die Ankündigungsanzeige voll ist, den Gegenspieler mit feindlichen Offizieren zu umstellen. Das Spiel wird immer wiederbelebt. Stehlen. Aha. Meiner. Gebe Objekte einen Händler, um Punkte zu erhalten. Zu viele Objekte machen dich langsam. Wenn du stürzt, verlierst du Gegenstände. Der Spieler wird immer wiederbelebt. Nahkampf. Je geschwächter die Verbündeten und Feinde sind, desto weiter werden sie nach einem wuchtigen Angriff fortgeschleudert. Verbündete und Gegner sind besiegt, wenn sie aus der Arena fallen. Ach so, ist so wie in Warriors Orochi 2. Und hier haben wir noch Ausdauer. Feindliche Offiziere ziehen sich nach einer bestimmten Zeit zurück. Bei jeder Wiederkehr werden feindliche Offiziere stärker. Okay. Ja, aber das ist alles nur zu zweit, Freunde. Das könnt ihr gerne ausprobieren mit euren besten Freunden. Ich habe jetzt hier keinen und da es jetzt nichts Innovatives ist wie in Warriors Orochi 2, wo es halt so Mario Kart Modus gab, werde ich das jetzt auch nicht zeigen. Habe ich ja in Dynasty Warriors 3 auch nicht gemacht. Komm nicht auf die Idee zu sagen, das ist aber nicht 100% Zimmer. Ja, natürlich ist 100%. Alle Story-Dingsbums gemacht, alle Szenarios. Tut mir leid, dass es hier kein zweiter Spieler ist. Ich habe sowas Archiv gezeigt und den Figur-Erstellen-Modus. Ich finde den Namen immer noch dämlich. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einer Let's Play wieder. Es gibt ja auch viele, die nur die Warriors Games gucken auf meinem Kanal, weil ich ja in Anführungsstrichen das Gesicht von den Warriors Games im deutschen Raum bin. Und für die sei gesagt, ja, sehen wir uns wieder am Ende des Monats bei Warriors Orochi 3 Ultimate. Und an alle anderen sei gesagt, bis zum nächsten Let's Play.
Daumen hoch, falls es gefallen hat. War ziemlich episch. Viele geile Sachen sind passiert. Vor allem im ersten Szenario. Ich fand das erste Szenario irgendwie noch epischer als das zweite. Falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Mein Let's Play. Tschüss. Bis dann und ciao. We'll be right back.